Ja, hallo, hier geht es wieder um meine Aufgabe zur Finanzbuchhaltung. Genauer gesagt, es geht um Buchungssätze. Und die Handlungsaufforderung geht hier unten noch weiter, nämlich mit der Frage, um welche grundsätzlichen bilanztechnischen Vorgänge handelt es sich hier? Und Sie wissen hoffentlich, damit ist gemeint die Frage nach Aktiv- und Passivtausch auf der einen Seite und Aktiv-Passiv-Mehrung und Aktiv-Passiv-Minderung auf der anderen Seite. Ich beantworte beide Fragen in einem. Erster Buchungssatz A, Kauf von Rohstoffen auf Ziel. Wie lauten die Buchungssätze für folgende Geschäftsvorfälle? In der anderen Aufgabe hatten wir den Geschäftsvorfall. Entschuldigung, da hatten wir den Buchungssatz und sollten auf den dahinter stehenden Geschäftsvorfall schließen. Hier haben wir den Geschäftsvorfall und sollen den Buchungssatz hinschreiben. Also es gibt hier verschiedene Varianten der Fragestellung, das will ich sagen. Also der Geschäftsvorfall ist hier, dass Rohstoffe auf Ziel gekauft werden. Zunächst einmal, was ist auf Ziel? Auf Ziel bedeutet, man hat ein Zahlungsziel. Der Käufer hat ein Zahlungsziel. Er zahlt nicht sofort. Wir können also unterscheiden, Kauf von Rohstoffen gegen Bar oder gegen Banküberweisung und eben Kauf von Rohstoffen auf Ziel. Und die Buchungssätze sehen anders aus. Aber hier ist gefragt nach Rohstoffen auf Ziel, per Rohstoffe. Rohstoffe ist ein Aktivbestandskonto. Zugänge stehen im Soll. Da Buchungssätze immer nach dem Prinzip per Soll anhaben funktionieren, kommt hier erst die Sollseite. Per Rohstoffe an Verbindlichkeiten, ich kürze ab, aus LL, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Und um welchen bilanztechnischen Vorgang handelt es sich hier? Auf der Aktivseite werden die Rohstoffe mehr, auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten mehr. Das heißt, es ist eine Aktiv- Passivmehrung. Buchungssatz, nein, Geschäftsvorfall B, nicht Buchungssatz, der kommt jetzt. Geschäftsvorfall B, Barkauf einer Schreibmaschine. Hier kaufen wir etwas gegen Bar, während wir die Rohstoffe gerade auf Ziel gekauft haben. Und an dieser Stelle wird auch deutlich, dass der bilanztechnische Vorgang ein ganz anderer ist, denn der Buchungssatz lautet per BGA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, ja, da werden wir die Schreibmaschine drunter subsumieren, per BGA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, an Kassel. Und dieser bilanztechnische Vorgang ist ein Aktivtausch. Das heißt, Sie sehen, es macht bilanztechnisch einen Riesenunterschied, ob ich etwas auf Ziel kaufe oder ob ich so etwas sofort bezahle. Ja, wenn ich das jetzt, wenn hier jetzt stünde, nicht Barkauf einer Schreibmaschine, sondern Kauf einer Schreibmaschine gegen Banküberweisung, dann hieß es per BGA an Bank. Ist auch ein Aktivtausch. Also hier ist der Unterschied nicht so dramatisch. Es sind beides Aktivtausche. Nur das Konto, das weniger wird, ist einmal die Kasse und zum anderen die Bank. Aber der Unterschied ist der, dass ich, wenn ich auf Ziel kaufe, die Bilanzsumme erhöhe und wenn ich sofort bezahle, die Bilanzsumme nicht erhöhe. Im zweiten Fall ist es also ein Aktivtausch. Im ersten Fall, also Fall A hier, Geschäftsvorfall A, eine Aktiv-Passiv-Mehrung. C. Kunde begleicht eine Rechnung mit Bankscheck. Buchungssatz per Bank. Anforderungen. Per Bankanforderungen, das ist ein Aktivtausch. Und ich sagte schon mal an anderer Stelle, wenn es so etwas gibt wie einen oder gäbe wie einen Lieblingsbuchungssatz eines Unternehmers, dann ist das dieser Buchungssatz. Denn vorher ist der Umsatzerlös schon erzielt worden. Der Umsatzerlös hat auch die Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung erhöht, aber jetzt erst kommt das Geld. Jetzt kommt erst die Liquidität durch diesen Buchungssatz. Ja, nicht vorher, als die G&V auch oder als in die G&V gebucht wurde. Da kam die Liquidität nicht.
Aber jetzt kommt die Liquidität. Per Bankanforderung, es ist also ein Vorgang, der die Gewinn-Verlust-Rechnung überhaupt nicht berührt, aber immens wichtig ist für die Liquidität des Unternehmens. Hier wandeln sich die Forderungen um in Buchgeld. Das war C, jetzt kommt D. Zielkauf einer Maschine für unsere Fabrik, das heißt, wir kaufen auf Ziel per Maschinen, Maschinen werden mehr, Aktivbestandskonto, Erhöhungen stehen im Soll, per Maschinen an Verbindlichkeiten. Es ist eine Aktiv-Passiv-Mehrung. E. Bareinzahlung auf Bankkonto. Das heißt, wir nehmen Bargeld und sagen, wir haben zu viel Bargeld hier im Betrieb. Nee, lass uns auch aus Sicherheitsgründen, lass uns das mal auf das Bankkonto bringen. Bareinzahlung auf Bankkonto. Der Buchungssatz lautet per Bank an Kasse. Und das ist ein Aktivtausch. Wenn Sie an dieser Stelle zucken und sagen, das verstehe ich nicht, dann habe ich eine harte Wahrheit für Sie. Wenn Sie diesen Buchungssatz nicht verstehen, haben Sie das System der Buchführung noch nicht verstanden. Dieses An hier hat nichts zu tun mit einer Richtungsanweisung, hat damit nichts zu tun. Ja? Sondern das Prinzip eines Buchungssatzes lautet per soll an haben und dieses An ist eigentlich nur so ein verbindendes Wort. Erst per soll und die Zugänge stehen nun mal bei Aktivkonten im Soll. Das Bankkonto ist ein Aktivbestandskonto. Zugänge werden im Soll gebucht. Weil Soll zuerst gebucht wird, heißt es per Bank an Kasse. Und ich sage nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass Geld an die Kasse geht, sondern es ist genau umgekehrt. Das Geld geht von der Kasse weg aufs Bankkonto. F. Wir bezahlen eine Lieferantenrechnung bar. Das heißt, per Verbindlichkeiten, ich kürze wieder ab, Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Kasse. Ja, auch hier wieder, Kasse wird weniger, wir buchen an die Habenkonten oder an die Habenseite. Habenseite ist besser formuliert, an die Habenseite dieses Kontos, weil dort Kasse weniger wird. Wir bezahlen eine Lieferantenrechnung bar, das heißt, wir nehmen Geld aus der Kasse und geben es dem Lieferanten und Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung ist ein Passivbestandskonto und da sind die Dinge genau umgekehrt. Da stehen die Abgänge im Soll. Also Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden weniger, deswegen wird im Soll gebucht. An Kasse. Kasse ist ein Aktivbestandskonto, da werden die Abgänge im Haben gebucht, während sie bei den Passivkonten im Soll gebucht werden. Also per Verbindlichkeiten, Lieferung und Leistung an Kasse. G. Aufnahme eines Darlehens bei der Bank, das heißt, wir nehmen das Darlehen auf. Per Bank. Wir bekommen das Geld auf unserem Bankkonto ausgezahlt. Das heißt, unser Bankkonto steigt an, weil der Kredit ausgezahlt wird. Per Bank an langfristige Verbindlichkeiten. Woher weiß ich, dass mit den langfristigen nun Darlehen gilt in der Sprache der Banker als eine langfristige Verbindlichkeit? Per Bank an langfristige Verbindlichkeiten. Und das ist natürlich eine aktiv-passiv Mehrung, während bei Vorgang F per Verbindlichkeiten an Kasse sowohl die Verbindlichkeiten weniger werden, wie auch die Kasse weniger wird. Das heißt, das ist eine Aktiv-Passiv-Minderung F. Ja? Wir bezahlen eine Lieferantenrechnung bar, ist eine Aktiv-Passiv-Minderung, während G eine Aktiv-Passiv-Mehrung ist. Und dann haben wir noch H. Überweisung von Postcheck an Bank. Was ist das überhaupt? Ja, wir haben noch ein Postcheckkonto. Wir haben noch ein Konto bei der Post. Das ist eigentlich eine sehr alte Unterscheidung. Wenn Sie mal schauen, zu was die Postbank heute gehört oder zu wem die Postbank heute gehört, dann ist das eine sehr alte Unterscheidung.
Überweisung von Postcheck an Bank, das heißt unser Bankkonto bei einer Bank und unser Postcheckkonto bei der Post. Ja, sehr antiquierte Unterscheidung hier, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ja, in Wirklichkeit sind natürlich beides Bankkonten, aber gleichwohl heißt der Buchungssatz per Bank, denn dort ist der Zugang, an Postcheck, denn dort auf dem Postcheckkonto geht das Geld weg auf unser Bankkonto und das ist ein Aktivtausch. Okay, damit habe ich die Aufgabe komplett gelöst. Auch diese Anforderung hier unten genügt. Wenn Sie das Ganze jetzt nochmal schriftlich haben wollen, sodass Sie Video und schriftliche Dokumentation in Kombination verwenden können, was für das Lernen und Verstehen und Nachbereiten sehr effizient ist, dann schicke ich Ihnen das hier, also die Lösung, Frage plus Lösung als PDF gratis. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, dass Sie unter dem Video auf den Link klicken und Ihre E-Mail eintragen, damit ich Ihnen das schicken kann. Alles Gute, Marius Ebert.